Das Außenministerium der Vereinigten Staaten hat den Verkauf von Marschflugkörpern des Typs AGM 158 BJSSMR an die Niederlande genehmigt. Entsprechende Informationen wurden auf der Website des Ministeriums veröffentlicht. Es handelt sich um den Kauf von 50 Raketen der Modifikation AGM 158 BB2. Der ungefähre Vertragswert beträgt 908.000 Dollar. Er soll noch Trainingsraketen, verschiedene Ausrüstungen, Ersatzteile, Zubehör sowie technische und logistische Unterstützung beinhalten. Die Niederlande werden AGM 158 BJSSMR mit F-35 Lightning II Kampfflugzeugen einsetzen. AGMs 158 BJSMR ist ein amerikanischer Hochpräzisions-Luftboden-Marschflugkörper. Er wurde von Lockheed Martin entwickelt. Der Flugkörper ist darauf ausgelegt, wichtige, gut geschützte Ziele bei jedem Wetter, zu jeder Tageszeit und aus Entfernungen außerhalb der Reichweite von Luftabwehrsystemen zu treffen. Die AGM 158 BJSMR hat eine Reichweite von bis zu 980 Kilometern pro Tag.